Hallo, hallo, Peace, hallo. Peace, Freunde. Und, der ja, eine Dennis wurde gegen den anderen Dennis ausgetauscht. Genau, ohne Kamera direkt ins Spiel, weil es schon gestartet ist. Ja, neben mir sitzt jetzt nicht mehr Dennis, sondern Dennis. Witzig, ha? Der kleine Fossi ist wieder am Start. Und das Spiel jetzt hier ist Soldiers, die ihr in Blau seht, gegen die Roffel Crew in Orange. Zweite Runde Roffel Crew. Ich sag mal Roffel League. Das ist aber Quatsch. Unter der Roffel League. Dabei haben die eben nicht mal gewonnen. Aber ich hatte auch so ein bisschen gedacht, um ehrlich zu sein, dass das Spiel so ein bisschen das von Roffel ist, weil ich weiß, dass. Ich sehe das bei Steam nochmal, dass Fletcher das ziemlich viel gespielt hat. Okay, aber es steht 0-0. Genau, es ist. So, Perso, ich glaube, die Aufstellung hat ja nicht geändert. Zurück, Champion, Teladi, Perso Maker, Fletcher und Wiesel. Also das mit der Kamera, da müssen sie noch mal ein bisschen optimieren, das für dieses Spiel. Das finde ich noch nicht so ganz. Ich glaube, das ist alles eine Frage der Übung. Ja, das habe ich auch. Das stimmt. So, was sehen wir hier? So ein bisschen Mittelfeldgeplänkel. Deswegen so ein bisschen enger am Tor. Das Ding ist, immer wenn der Ball vors Tor kommt, auch wenn es ungefährlich aussieht, dann muss nur einer gegenlaufen und ist er halt drin. Ja, das kann. So eine Aktion haben. Könnte jetzt schon ein Tor gewesen sein. Oh, jetzt sehe ich gerade oben, wird auch angezeigt, was passiert ist. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Oh, guck mal, das war jetzt. Oh, das war jetzt schon mal schön knapp. Pfosten. Und schnell raus aus der Hälfte. Ab. Zu den Soldiers. Er geht richtig rund hier. Und Schappi steht dahin im Tor und trotzdem nicht rauszukommen. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Aber jetzt Syrax. Das. Also da steht aber der Torwart. Von der einen Hälfte in die andere. Ja, komm, wo gehen wir hin? Ja, wir gehen mal. Ja, oh, guck mal, das sieht aber. Vorwärts, rückwärts, ein richtiger Profi. Eine Haifischflosse ist das. Oh, schöner Lupfer und Pfosten. Hui. Der sieht aber auch ganz schön heiß aus, der. Aber er wartet hier so ein bisschen, guckt mal, was passiert. Er hält sich so ein bisschen bereit. Er möchte das Tor schon hinten richtig halten, ne? Also. Aber wichtig, auf seine Zeit das Wichtigste ist, dass man sich danach die Hände reicht und sagt, man hat was gelernt. Bei so einem Spiel. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, denn unsere Roffler, die schaffen das. Ja. Tor! Denn sie sind ja drei Freunde. Die sich prima verstehen. Hip, 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 hurra! Ja. So viel dazu. Also egal wie das ausgeht, wichtig ist, dass man was dabei lernt. Ja, wiederholt sich. Das ist ein Déjà-vu gerade. Das war nochmal die Zusammenfassung. Zusammenfassung. Dieses Lied zusammengefasst. Ja, wer es nicht kennt, Kickers. Kickers guckt Intro es euch an, ihr habt was verpasst. Auf YouTube eingeben. Genau. Auch die ganzen Serien durchgucken. Ja. Super wichtig. Dann wisst ihr auch, wer Mario der Torwart ist. Ist der coolste. Aber ja, eineinhalb Minuten noch, immer noch 0-0. Wie ist das parallel mit ausgegangen? Also die Verplant haben gerade gewonnen Verplant und die Soldiers haben gerade gewonnen. Ja, genau. Und jetzt spielt Verplant gerade gegen die Duties. Duty Verplant und spielt gerade parallel. Und der Wuffi ist jetzt hier irgendwo. Ja. Interessiert Martin sich nicht so für, aber... Nee, nicht interessiert ist sehr nett ausgedrückt. Martin hat eine Antipathie für Hunde. Tiere, sagen wir Tiere. Tiger sind okay. Allgemein für Lebewesen. Tiger sind okay. Martin hat was gegen Lebewesen. Gegen andere Lebewesen. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Ja. Aber ja, wir sehen das Match. Wir können mal ein bisschen wieder switchen. Genau. Wir zu Syrax. Direkt unter Ball. Syrax ist der blaue Blitz. Der blaue Blitz. Gibt es auch einen roten Blitz hier? Bestimmt. Oh, aber keiner Sekunden, schlägt aber das war jetzt aber hier so eine 0-0-Sache, ne? Also da ist jetzt, sagen wir mal, da treffen so zwei gleiche Gegner aufeinander. Das ist ja ziemlich ausgeglichen. Das geht hier von Hälfte, Spielhälfte, Spielhälfte. Ja, das Ding ist, wenn das hier ausgeglichen bleibt, also eben war ja auch bei den Duties und Soldiers ist auch zweimal in die Overtime gegangen. Ja. Also die waren schon ungefähr auf gleichem Niveau. Wenn man jetzt guckt, dass die Roffel Crew scheinbar auch auf einem ähnlichen Niveau ist, dann vielleicht hat Total Verplant die Chance, hier noch ein paar Punkte zu holen. Ja, das sehe ich auch so. Und jetzt ist Überzeit. Und das ist jetzt Golden Goal, ne? Das ist jetzt Golden Goal. Finde ich sehr interessant, dass das eine Golden Goal-Regel ist. Finde ich mal ganz sehr spannend. Da kommt doch gleich die Erinnerung hoch an Oliver Bierhoff 1996. Kennt ihr das Ding? Damals gegen Tschechien ist es, glaube ich, auch schon. Damals. Schön gegen Tschechien. Wer kennt es nicht? Umgehauen.
Schön, schön. Ah, ich hab's doch vor meinen Augen, wie er diesen Ball reinmacht. Haben wir, gibt's Ergebnisse? Willst du singen? Und. Oh, Tor Teladi. Von Teladi. Die Soldiers haben sich jetzt wieder mit der Golden Goal-Regel. Jo, ja. Ja. Verplant? 1-0? Oder schon 2-0? Ne, 1-0. Gewinner Blau, aka Gewinner Soldiers. Richtig. Ja. Punktzahl 300. Schüsse, Rettung, Vorlage, Tore. Teladi hier, der Man of the Match, würde ich es mal sagen. Weil er ein Tor gemacht hat. Hat aber die wenigsten Punkte von seinem Team, aber immer noch genauso aber viele wie der Meister von Ruffle Group. Ja. Warum? 1-0 für verplant. Okay, das Parallelmatch ist 1-0 für verplant. Teladi. Und, ja, 30 so, wo Sekunden sind die Teladi-Fanboys im Chat? Alle mal Teladi-Spam. Immer schön das Teladi-Face, der ist bestimmt Twitch-Partner. Dann könnt ihr auch Teladi-Faces. Ich will spammen. Jetzt hier den ganzen Chat voll Teladi-Spam sehen. Ja, 10 Sekunden. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, dass es eine Minute dauert dazwischendurch. Aber vielleicht auch ganz gut, um die Teams, damit die sich ein bisschen ja. Taktik besprechen können. Einmal, und so einmal durchatmen. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, genau. Wir holen uns gleich mal den Teladi hier. Warum? Weil der gerade ein Tor geschossen hat. Teladi. Turbo kriegt auch Turbos. Ich finde auch, ich bin auch ein Fan von Turbo, deswegen Turbo. Ah, und jetzt geht's hier gleich los. Großer Clash in der Mitte. Guck dir das an, vor ja. Los geht's, von Mal zwei. Okay, wir gehen wieder auf eine andere Kamera. Erstmal auf den Ball, Digga. Weil die Ballperspektive, da muss man halt wirklich aktiv steuern. Das ist. Mach noch ein bisschen extra Arbeit als Caster. Ich muss mal kurz hier zu Wiesel. Haben wir hier Slow-Mod? Ja, überhaupt Slow-Mod? Gibt's das überhaupt? So. Oh! Tor von Payaso Maker! Ja, 1-0 für Roffel. Oh, das ging jetzt aber schnell. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 1-0 für Roffel. 1-0 für Roffel. Das finde ich jetzt mal verdient, weil die Roffel, ich glaube, also die müssen. Das finde ich verdient, mal, weil die ja, haben bisher noch nicht gewonnen. Genau. Die müssen jetzt mal was holen. Das ist das. Das ist mein Gerichtssinn. Also, wer sonst immer verliert, verdient es zu gewinnen, ja? Das ja. Ist jeder sollte hier gleich. Ja. Wir sind alle Sieger. Sieger der Herzen, Mann. Ja. Oh! Und da kommt das irgendwann zu Rags. 1-1. Ja. Ich finde die Hintergrundgeräusche auch so witzig. Das ist richtig Stadion. Okay. Warum lachst du da nicht so viel? Ha. Okay, wir nehmen jetzt. Wir haben gerade Zwerg sein Tor gemacht. Das ist Nummer 5. Auf geht's! Bam. Piu! Ja, und schön amerikanischen Wagen, würde ich sagen, hat er hier. Ja. Eine schöne dicke Motorhaube. Ja. Oh, und Sonnenbrille auf dem Dach, sehr wichtig. Oh, das war ja mal knapp. Also, aber sehr am Ziel vorbeigeschossen. Fährt hier erstmal im Tor. Und Chubby hat aber nachgeschossen. Chubby hat ihn reingemacht in der Zeit. Oh, Chubby. Oh, das war aber auch so. Also Kaboom, da, Mabel. Aber ja, 2-1 für die Soldiers. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Gehen wir zu Fletcher. Mal gucken, was der macht. Der alte Pirat. Nee, der Hai. Hai Pirat. 44 Bombe Zuschauer Antenne. Haben wir mittlerweile schon. Ziemlich cool. Ja, immer schön weiter Twitter neuen Freunden Bescheid sagen. Ja, sag mal einen Freund Bescheid hier. Das wird ja noch ein spaßiger Tag. Genau. Gehen auch weiter mit CS. Und danach haben wir StarCraft 2 und Hearthstone. Und am Schluss noch ein Hidden Tournament und danach natürlich die Siegerehrung von diesem epischen Clash of the Titans Nummer 3. Ja. Und dann noch die optische Folge. Aber die nicht am Stream. Die ist nicht am Stream. Das, die ist offline. Non-Gaming-Content darf man ja nicht. Nee. Dann gibt's böse Mail von Shit aus Kalifornien. Die sagen dann, na, das dürft ihr aber nicht. Und dann sperren die uns. Das hat man schon mal. Ja, das war sehr schön. Ja. In-game geht's ein bisschen hin und her. Oh. Chubby hier dann nochmal richtig schön abgewehrt. Fletcher landet erstmal auf dem Dach. Und da kommt einer angeflogen, wer war denn das? Fletcher sammelt jetzt nochmal hier Bonus ein, lässt sich. Und nimmt aber Anlauf und will jetzt leider mal mitspielen hier wieder. Aber der war nicht so gut, der war nicht gut getroffen. Nee, der hat verzogen den Vollspann. Bisschen zu weit recht geschnitten.
Oh. Oh, 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 Tor von Syrax. 3 zu 1 für die Soldiers hier. Mann. Ja. Das Ding ist, Replays werden zum Überspringen Rechtsklick. Ich glaube, deswegen müssen wir mal die Replays angucken. Ich finde das gar nicht schlecht. Aber Replays angucken ist für die Spieler richtig nervig. Was? Ja, ich nicht. Warum? Ja, sagt ihr das. Ja, so ein Maker. Witzig, wenn man von hier so aus dem Raum so ein bisschen die Kommandos hört. Sich zuschreien. Oh, oh, Mann, oh. Oh, der Syrax ist mal Ball vorbeigeschossen. Und der Wiesel schmeißt den Ball vors Tor. Das ist immer gefährlich. Aber kein Roffelmann da, der den einfach abstauben kann. Kein Carsten Janker vom Tor. Da wird gejubelt. Oh. Ja, das war wahrscheinlich verplant. Ja. Ich glaube, ich habe gehört, dass verplant gerade gewonnen hat. Aber... erstmal gucken, wie das hier aussieht. Das erste Spiel... 1-1. Nein, ich? Win. Achso, sein Daumen hoch. Okay, total verplant, hat gewonnen gegen die Duties. Und hier haben doch die Soldiers die erste Map auch gewonnen, richtig? Ja. Stimmt, das war Syrax, glaube ich, das ja. Ding. Oder Teladi, Teladi. Teladi, Gold. Und ja, wir führen jetzt hier auch 3 zu 1, das heißt schon eine gute Position. Dann nochmal schön abgewehrt. Schauen wir nochmal um hier, gucken, was das Wiesel macht. Ich meine, die Roffler sind jetzt hier unter Druck, da kann man auch mal ein bisschen zugucken. Ja. Oh. Und da wäre fast das Ding gewesen. Da gehe ich gerade vom Perso Maker runter und dann schießt er erstmal direkt am Pfosten. Ja, aber das, oh, da das sieht auch ein bisschen bei denen aus. Teilweise ungewollt aus, was wir machen. Ja, ich meine, also das Spiel alles ist sehr, sehr viel random, wenn man ja. es selber spielt. Aber alle so ein bisschen so um den Ball herum. Oh! Da ist noch ein Tor von Syrax. 4 zu 0. Ja, das wird jetzt schon sehr, 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 sehr hart. Ja. Für die Roffler. 1 Minute 15 noch 3 Tore aufholen, um überhaupt in die Overtime zu kommen. Das ist kein Zuckerschlecken. Nee, das ist jetzt nicht mehr so einfach. 1 Minute 14 noch. Ah, jetzt könnte es... Ja, das... Ja, nur mein Ball wegballern hier. Eine Beide. Minute noch, aber hinten stehen schon drei Leute verteidigen. Ja, es steht auch... Was anderes würde man wahrscheinlich beim richtigen Fußball auch gar nicht mehr sehen. Ja, einfach hinten jetzt zumachen, abwarten, die Zeit oder auch hinten so ein bisschen hin und her passen. Ja. Klassiker. Perso Maker versucht jetzt... Nochmal. Trifft er den Ball aber nicht. Und da wird er aber weggerammt. Das ist natürlich auch. Das war richtig frech. Das taktisch den Spieler, zum Ball. Spieler vor dem Ballbrett überhaupt schon noch wegzurammen. Und Schappi, oh. Schöner Lupfer. Und da ist noch ein nochmal Tor. Ein Tor von Schappi, das 5 zu 1 5 für die Soldiers. 1 für die Soldiers. Ich würde sagen, das Finale dann, ne? Ja. Ja, es kristallisiert sich übrigens schon wieder raus hier. Wir planen schon ein bisschen voraus für das nächste Spiel. Dass es wieder ein Finale geben wird, quasi. Der verplant zwei Matches gewonnen hat und die Soldiers hier höchstwahrscheinlich auch als Sieger vom Platz gehen. 20 Sekunden noch, 5 zu 1. Ah. Man soll zwar nie zu früh das GG schreiben, aber nee. Ich würde behaupten, das gibt es, wird gibt es nicht schwer. Dieses auch ja, 6 zu 1. Auf dem Dach drehen, oh, noch ein 6 zu 1. Ja, das ist natürlich. Irgendwann ist die Motivation natürlich auch weg, wenn man dann schon 5-0 zurückliegt, dann ist ein 6 zu 1 auch nicht mehr so ganz unrealistisch. Jetzt gibt es nochmal einen Anstoß, dann gibt es noch dieses auf dem Dach drehen. Machen die das jetzt leicht? Oh no. Nee, wird nochmal gespielt. Die Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und jetzt bist du aber noch Bonus. Schluss mit lustig. Gewinner Orange und damit. Soldiers. 2 zu 0 für die Soldiers. Das heißt, folgende Konstellation. Die Verplant und die Soldiers spielen jetzt um Platz 1. Und die